Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne, und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play mit Paxis, also mir. Und ja, Downstaff war einfach dann doch nicht so mein Ding. Nach drei Episoden einfach gemerkt, okay, zu langweilig. Das bringt ja nichts, wenn ich langweilig oder wenn ich Spiele spiele, die mir jetzt erstmal eher langweilig vorkommen. Und ja, dann wird es wahrscheinlich nicht so geil. Deswegen ist mir einfach noch ein Spiel eingefallen, was richtig geil ist. Also richtig, richtig geil ist. In mir steckt einfach ein kleiner Gangster, in jedem von uns steckt einfach ein kleiner Gangster, und deswegen wird dieses Spiel unser Spiel sein, unser Let's Play. Lassen wir es einfach anlaufen, dann werdet ihr schon sehen, um was es sich da handelt. Schauen wir uns erstmal schön, schön zusammen den Vorspann an. Ich bin jetzt ruhig, viel Spaß mit unserem neuen Let's Play. After 5 years on the East Coast, it was time to go home. Welcome to Los Santos Airport. What's up? Carl is sweet. What's up, sweet? What you want? This mama. She's dead, bro. I'll take that, Hernandez. Hey, that's my paper, man. That's money. This is drug money. My money, man. Hey, don't worry about it. I'll fill it out later. Welcome home, Carl. Glad to be back. You haven't forgotten about us, have you, boy? Hell no, Officer Tenpenny. I was just wondering what took y'all so long. Get in the car. Ease up, man. Damn. Watch your head. Ah. Oh, my bad. Get out of here, you greaseball bastard! Stupid Mexican. Oh, hey, sorry. My bad. Hey, man, my bad. How you been, Carl? How's your wonderful family? I'm here to bury my moms. You know that. Yeah, I guess I do. So what else you got shaking, Carl? Nothing. I live in Liberty City now. I'm clean. Legit. Nah, you ain't never been clean, Carl. Well, what do we got here? This is a weapon, Officer Pulaski, that was used to gun down a police officer not 10 minutes ago. Officer Pendleberry. A fine man, I might add. You work fast, nigga. You know I just got off the plane. Well, that's a good thing we found you and retrieved the murder weapon. That ain't my gun. Don't bullshit me, Carl. Yeah, don't bullshit him, Carl. What the fuck you want from me this time? When we want you, we'll find you. In the meantime, try not to gun down any more officers of the law. Y'all can't leave me here. This baller's country. I thought you said you was innocent, Carl. Shoot on bang. This is car 58. See you around like a donut, what? Carl. Officer Pendlebury's down. We'll be right over. Oh, shit. Here we go again. Worst place in the world. Rolling Heights baller country. And I ain't represented Grove Street in 5 years. But the ballers won't give a shit. Tja. Da sind wir also. Sehr, sehr spannend. Spärlich bekleidet, wie man sieht. Man sieht meine tolle Unterwäsche, wenn man genau hinschaut. Ja, schöne Jeans und eben mal ärmelfrei an. Ich meine, ich kann mir das leisten, guck mich an. Aber wie gesagt, wir sind hier in gefährlichem Territorium. Deswegen, ja, sollte man vielleicht aufpassen, dass man hier nicht in die gegnerische Bande reinläuft, wenn ihr wisst, was ich meine. Ich werde mir erstmal dieses Fahrrad schnappen. Drücke Eingabe. Sehr schön. Und dann geht die Action mal los, um in die Pedale zu treten. W gedrückt halten, ja, okay, okay. Folge dem Radar, okay, CJ. Ja, wir haben es mitbekommen, meine Mutter ist gestorben. Von daher
Aber ich bin lange nicht mehr Fahrrad gefahren, auf jeden Fall. Wie man sieht, ich meine, es ist auch ein sehr kleines Fahrrad, ne? Also, ich bin ja eher groß. Und ja, dann ist so ein Fahrrad, dieses Motorrad wäre mir schon lieber, wobei da sollte man lieber mit Helm fahren. Aber das reicht, das Fahrrad reicht. Weil man sieht ja, ich bin recht gut durchtrainiert. Wir wollen ja, dass das so bleibt. Dementsprechend strampeln wir mal noch ein bisschen rein. Sorgen für ein paar Beinmuskeln, die helfen dann auch später eventuell, um vor den korrupten Polizisten da abzuhauen. Wobei, ich bin ja eigentlich raus aus der Scheiße hier. Ich bin ja eigentlich... Oh. Ich bin ja eigentlich clean, ne? Und hab nichts mehr damit am Hut. Wie gesagt, lebe jetzt in Liberty City. Bin eigentlich raus aus dem Ghetto. Aber, um es mit dem Zitat von einem sehr weisen Mann zu beschreiben, du bekommst den Junge aus dem Ghetto, aber das Ghetto nicht aus dem Junge. Und so ist es natürlich genau wie bei mir. Mein Spitzname früher war 8-Ball. Hab damals immer noch als kleines 6-jähriges Kind den Eiswagen ausgeraubt, der dann immer gehalten hat vor unserem Haus. Und ja, bin dann mit einer kleinen Bande hin, hab die ausgeraubt. Also wir haben uns nur das Eis genommen, logischerweise. Mit Geld hatten wir damals noch überhaupt nichts am Hut. Aber egal. So, jetzt sind wir also wieder zu Hause. Ja, man sieht die Gegend, in der ich aufgewachsen bin. Keine Ahnung, ist nicht so geil. Hier ein bisschen stinkender Müll. Und wenn ich das richtig sehe, ist es dort hinten eine Nutte. Also ich bitte schon mal zu entschuldigen, dass hier ein paar Kraftausdrücke fallen werden in dem Spiel, aber wie gesagt, das Problem ist einfach dies ist hier eine dreckige Gegend mit dreckigen Menschen und die reden dreckige Dinge und haben eine dreckige Sprache. Naja, scheißegal. Ich würde sagen, wir schauen mal vorbei in meinem alten Haus, in der Gang. Smoke, it's me, Carl. Chill. CJ. Oh, my dog, what's up? Hey, baby, you okay, man? Nah, man. It's my mom's, homie. Hey, I don't know why this had to happen, but I promise you, I'm gonna find out who killed your mom's. See your brother at the cemetery. Come on, let's bounce. You want to drive? Yeah, that's cool. Nice car, Smoke. You know me. It's not cut. Keep the value in it. Keep it real. I miss you these 5 years, man. You're gonna be real happy to see you. Hey, what's up, man? Look who you found hanging around. Hey, good to see you. I can't believe she gone, man. Yeah? That's another funeral you ran away from, Phil. Just on grounds. Hey, she was my mama, too. Not for the past 5 years, she was, man. And what the fuck do you think you mean? I'm going to see Susan. Hey, you are, boy. You ain't messing with them assholes. You know these people. I don't want to get a bitch of money. At least I got pressure. I guess that makes you an American cocktail. Every time he says, how does he treat her, right? Disrespect you. And he did. Why are you gonna say that? Like it's any business of yours. Fuck you, sweet. Oh, shit. Here we go again. This is perfect. What's your move? Well, apart from your mother being dead, things are being real bad. Hey, let me show you running, man. Tony's been over there. He ain't dead over there. It big time over there. Man, this is crazy.
Everybody blames your food first, he asks questions second. Callers! Drive by! Incoming! Oh, motherfucker, my car! We gotta get back to the hood, man. It's too crazy around here. Grab a bike and pedal. Either you ain't forgotten that. Follow my lead. So, ja, fuck. Kaum ist man wieder zu Hause im Ghetto im Endeffekt und dann kriegt man direkt wieder aufs Maul oder was, ey. Naja, egal. Ich fahr eine Runde Fahrrad. Was soll das meinen? Ich sag mal so, ich hab hier. Moment, was? Steuerung. Steuerung was? Steuerung links. Drückt hältst und dann wird es die länger. Hä? Wie komme ich denn hier Speed drauf? Bin ich doof? Warum fahre ich denn so langsam? Nein! Ich habe nicht rechtzeitig gelesen, was da stand. Oh fuck, oh fuck. Es wäre echt peinlich, wenn ich direkt wieder hier am ersten Anlauf sterbe. Ah, okay. Jetzt habe ich, wie ich sprinten muss. Alles klar. Dann gehen wir jetzt hier mal richtig schön steil. Ich habe ja vorhin schon gesagt, ich bin lange nicht mehr Fahrrad gefahren. Da kann es doch schon mal sein, dass man das ein bisschen vergisst. Ey, warum denn immer auf mich, Mann? Das sind noch fünf andere. Ja, ich habe mich schön abgedrängt, ey. Wo muss ich denn lang? Schön abgedrängt, mein Freund. Schön abgedrängt. Wo muss ich denn? Ah, hier. Alles klar. Ja, ich werde euch nochmal dem Dicken da folgen und ich würde sagen, jetzt haben wir es geschafft. Shit, a Polish car is onto us. Split up. Keep up, motherfucker. Wie gesagt, raue Sprache. Ich bin dieser eigentlich überdrüssig, aber wie gesagt, die sind alle noch komplett drin. You're just a liability, CJ. Why you bother coming back? Vielleicht weil meine Mutter gestorben ist. Watch it. Was it this bad before you left? Oh ja. East Coast got you all thinned out, home. Ich habe keine Arbeit, deswegen bin ich so dünn geworden. Ich kann nichts zu essen kaufen. Wo bleiben die denn? Also fahren können sie echt alle recht gut, muss ich sagen. Ich bin doch sehr überrascht. Oh, der hat gerade ein schlechtes spanisches Wort benutzt, was ich jetzt hier nicht übersetzen möchte. Aber ich kann Spanisch sprechen und deswegen habe ich es auch verstanden. Und wie gesagt, die spanischen Zuhörer unter uns, was heißt unter uns, die spanischen Zuhörer von mir, die werden es auch verstanden haben. Was ist denn hier los? Vor allem, warum denn mit dem Fahrrad? Warum gehen die denn bitte schön zu 10 da auf die Beerdigung oder zu dem Grab zumindestens und haben nur ein Auto mit? Warum kommen denn da nicht zwei Autos oder sowas? Und warum habe ich noch keine Waffe, wenn es hier so gefährlich ist und mittlerweile noch geschossen wird? Beziehungsweise, wie er es gesagt hat, zuerst geschossen wird und dann die Fragen gestellt. Da hätten die mir doch eigentlich zuerst eine 9mm in die Hand drücken müssen, damit ich mich hier selbst defenden kann. Aber okay, jetzt sind wir wieder bei uns. In der Hood, von daher, oh, knapp. Bei uns in der Hood, von daher gehe ich mal ganz stark davon aus, dass die uns nicht bis hierher folgen. Das wäre zumindest ziemlich krass, weil ja müssten wir eigentlich in der Überzahl sein. Geschafft. Yeah, baby. Yay! Yay! Wah, 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 wah. Got with them motherfuckers, though. Sold them niggas who's gangster. Rider, nigga. So when you leaving, Carl? I ain't sure. Thought I might stay. Things is fucked up. Well, the last thing we need is your help. Ah, man, I won't let you down. I swear. Hey, we gonna call some hood rats and chill the hell out. You want some? I got a whole lot going on. I'm tired. I'll catch y'all later. Hey, yo, just drop in. We all hanging out. Gia, and get yourself some colors, fool. And a haircut. It's embarrassing to be seen with you. Sehr gut, Mission erfüllt, Respekt habe ich mir erstmal wieder ein klein wenig wiedererworben, wobei ich schon gemerkt habe, dass es hier ein, zwei Leute gibt, die nicht so froh drüber sind, dass ich wieder da bin. Aber wenn die Scheiße hier am Dampfen ist, dann bin ich natürlich da und werde jetzt auch versuchen, hier meinem Viertel wieder auf die Beine zu helfen. Aber zuerst werde ich mir mal mein Haus anschauen, was da so abgeht. Okay, ja, es sieht noch so aus wie früher. Hier meine alte Spielekonsole, riesengroß. Und zwar heißt die CD 500 oder was, wenn ich das richtig gelesen habe. Ja, ein schönes Bild von einer dickbrüstigen, dunklen Frau.
Classic Rides, ich habe ja vorhin schon gesagt, dieses Motorrad hätte mir ganz gut gefallen, lese ich gerne mal drin rum. Natürlich auch in The Roach, ist zwar eigentlich eine Frauenzeitschrift, aber wenn ich irgendwelche Frauen date, dann lese ich die Zeitschriften meistens vorher ganz gern, weil da steht meistens drin, was für Männer die wollen, und dann verhalte ich mich einfach so, wie Frauen das erwarten. Und naja, gut, schnelle Autos natürlich sowieso, sollte klar sein. Was ist das andere? Was ist denn das denn? Was ist das denn? The Hand? Dead Tips? Keine Ahnung. Kann nicht richtig lesen. Egal. Trinken wir erstmal einen Kaffee. Ah, okay. Es ist. Hallo? Ich bin 5 Jahre nicht da gewesen und hier steht immer noch schmutziges Geschirr auf dem Tisch. Wer hat denn das nicht. Oder wieso wurde das denn nicht wegräumen? Naja, ist egal. Ich denke mal eher, die haben hier ziemlich dick Action gemacht in der Bude, während ich nicht da war. Und lassen einfach das dreckige Zeug da stehen. Aber wie es aussieht. Naja, ist egal. Schnapsflaschen. Schluck Jack Daniels. Nee, ist sowieso leer. Coco Pops schmecken mir nicht. Das sind diese komischen Ringe, glaube ich. Kühlschrank ist sowieso leer. Hier steht ein sauberes Geschirr. Naja, was soll's, speichern wir erstmal. So, Freunde der Sonne. Dann kicken wir mal, was hier oben noch so abgeht. Ah, was sind das für Zeitschriften? Eine schwebende Kamera. Neuestes Modell. Aber egal, brauche ich momentan nicht. Das war meine Katze Butzi, hieß die. Die ist leider gestorben. Damals, vor 5 Jahren. Deswegen bin ich auch weggezogen. Aber das kann ich logischerweise den anderen nicht erzählen. Weil ich dann nicht mehr so hart rüberkomme. Ich soll ja grüne Klamotten anziehen. Das ist ja unsere Farbe. Gucken, ob wir da noch so einen Schrank haben. Oberkörper, weißes Tanktop. Ich habe nichts Grünes mehr drin oder was? Das kann aber eigentlich nicht sein, weil ich mal behaupten würde, dass. So, genau das Gleiche. Behaupten würde, dass ich viele grüne Klamotten drinnen liegen lassen habe. Die haben mich komplett ausgeraubt. Die machen meine Sachen schmutzig, lassen es auf dem Tisch stehen. Die klauen meine Klamotten. Toll. Egal. Gehen wir wieder raus. Ich meine, $350 haben wir noch. Komischerweise, obwohl vor uns diese korrupten Bullen. Diese korrupten Bullen einfach mein Geld geklaut haben. Aber schauen wir mal, wer hier anruft. Hallo? Hello? Hey, thought I'd explain some shit. Sweet. Hey, what's up? Since you've been away, shit has changed around here. Grove Street families ain't big no more. Seville Boulevard families and Temple Drive families are beefing and split with the Grove. Now we so busy set tripping, Ballers and Vargos have taken over. So watch yourself out there. Yeah, I hear you. Thanks for the heads up. Don't mention it. I mess with girls and guys. Hätte eventuell nicht direkt hier neben diesen stinkenden Müllbeutel stehen bleiben sollen. Das ist anscheinend schon der Platz für den Dicken hier. Viel Spaß. Ja, ein bisschen blöd hier, dass meine Gang im Endeffekt nicht mehr wirklich die Macht hat. Aber mal schauen. Ein bisschen abchillen jetzt erstmal mit Ryder zusammen. Hey man, what you want? Seeing my homie. What's up with you? Yeah, homies, yeah, it's good to see you back. No homie love? No huh? Oh, for sure, my nigga, my bad. What's cracking with you? Hey, man, what you strapped for? Man, some pizza place keeps paying over our hit up, man. Shit is beautiful. Teach the owner a lesson. The fucking Grove Street. You down? I'm always down. Let's go, bitch. Hey, show me how they drive on the East Coast, homie. Nun ja, okay, dann fahren wir mal Auto. Aber wie gesagt, eigentlich wollte ich ja aufhören mit diesem Dreck, aber kaum ist man wieder in seiner eigenen Gegend, fällt man wieder in alte Verhaltensmuster zurück. So kommt's. Aber ich kann natürlich meine alten Freunde nicht hängen lassen, von daher. Ab geht's, auf geht's, 3 Tage wach. I be cutting you like a DJ. So when you running off again? I'm not. I'm thinking of staying. Why? My family, the homies is here. We were always here, fool. Yeah, but now I'm back, and I know what I've been missing. Don't expect me to kiss your ass or nothing. You still a buster to me. Yeah, okay. Thanks, homie.
So, ich wollte logischerweise das Gespräch noch zu Ende anhören, deswegen bin ich hier noch nicht reingefahren. Um hier mal kurz auf meine Rolle zu fallen. Geh in die gelbe Markierung, um den Friseursalon zu betreten. Stimmt eigentlich, ist hier ziemlich heruntergekommen aus. Also Klamotten wären mir so eigentlich erstmal lieber. Ich meine, ja, was soll ich machen? Soll ich mir jetzt Dreadlocks ranbasteln oder was? Die Haare sind verdammt kurz, da kann man nicht mehr so viel draus machen. Komplette Klatze würde auch gehen. Schauen wir mal, was wir hier für Gangsters da jetzt reinmachen können. What the fuck? $50 oder was für einen verdammten Haarschnitt? Ich hab doch überhaupt keine Haare mehr. Was soll denn der machen? Das soll mir doch bloß auf dem Kopf rasieren oder halt, ja, toll. Ich meine nicht mal mehr, selbst mein Bart ist frisch rasiert, den man sieht. Das kann doch nicht wahr sein. Warum ist denn, wir sitzen hier im hintersten Loch überhaupt und müssen extrem viel Geld bezahlen für so einen, ja, tollen Haarschnitt. Schauen wir mal, wie die so aussehen. Nee. Cäsar und Ziegenbart. Wie schaut der aus? Ich finde es auch geil, dass er mir dauernd einen neuen Haarschnitt dran machen kann und ich ihn nicht bezahlen muss, sondern mir einfach einen anderen aussuchen kann. Cäsar und Bart. Nee. Afro-Frisur, also macht er mir doch Dreadlocks ran oder zumindest macht er mir jetzt eine Haarverlängerung ran. Weil Dreadlocks sind ja was anderes. Afro ist aber hässlich, Afro schnuppert auch. Afro ist generell hässlich. Ich glaube, Flat sieht ganz cool aus, aber ich weiß nicht, warum der $500 kostet. Was habe ich denn jetzt gemacht? What the fuck, ich habe mir noch überhaupt keinen Haarschnitt ausgesucht. Worum geht denn der komplett raus? Vielleicht will ich ja... Ich habe es anders überlegt. Meine Herren, ich wollte überhaupt nicht raus. Gibt's doch nicht. Ja, komm jetzt, Baby. Jetzt aber. Gut, ich habe einfach den falschen Knopf gedrückt. Was soll es? So, Flat sah, glaube ich, ganz cool aus. Hatte ich den jetzt schon drin? Hatte ich nicht mal angeguckt? Ah. Okay. Kann ich ihn mal von hinten sehen, weil von vorne gefällt er mir doch nicht so gut. Jerry Curl, das wäre genau mein komplettes Geld. Aber ich weiß nicht, ob ich unbedingt $350... Nee, ich möchte unbedingt nicht $350 für einen Haarschnitt ausgeben. Cornrow Look. Der ist eigentlich ganz cool, aber für $500 definitiv zu teuer. Mal gucken, was die kurze Bürste ist. Für 150 eigentlich auch noch viel zu viel. Ah, das ist auch hässlich. Naja, ich denke, ich wäre mir einfach... Aber dieser Schnurrbart sieht so hässlich aus. Die Cäsar-Frisur gefällt mir eigentlich am besten. Ich gucke mir nochmal kurz diesen Cäsar und Bart an. Boah, das steht ihm überhaupt nicht. Der bräuchte längere Kopfhaare. Ziegenbart. Warum muss ich mir überhaupt einen Haarschnitt holen? Das reicht auch, wenn ich... Das sieht auch beschissen aus. Sieht aus wie dieser Harald Klöckler da. Oh nein, ich habe gedrückt. Ich habe nochmal gedrückt. Oh, jetzt habe ich es gekauft. Ah, oh, jetzt kann ich es nicht mehr rückgängig machen. Oh nein, naja, dann lassen wir das jetzt halt. Wenn wir dann mal irgendwann viel Geld haben, dann gehen wir nochmal zum Friseur. Wenn wir mehr Geld haben, gehen wir nochmal zum Friseur und ja, lassen das wieder reparieren. Ich meine, boah, mein Gott, sieht das beschissen aus. I told you he was crazy. Man, you jacked up. Man, what's this? Shit look ridiculous. No respect for the hood. All clean and shit. Looking too skinny, CJ. I wanna get us something to eat. I'm gonna finish this. Then I'm gonna take care of business. Wir wollen logischerweise keine Energie verlieren und vor allem kein Gewicht, verdammt. Ich bin so am Workouten. Also ihr habt ja gesehen, wie viel ich Fahrrad fahre. Das mache ich sehr oft. Und dementsprechend brauche ich natürlich auch Energie, Eiweiß, Kalorien, um dann das Ganze ja in Muskeln ansetzen zu lassen. Sonst ist eher der gegenteilige Effekt. Wenn ich nur Energie verbrauche und nichts dazu esse, dann werden... Im Normalfall vor allem erstmal die Muskeln aufgebraucht. Das wollen wir natürlich nicht. Naja. Wobei, ganz so viel Hunger habe ich eigentlich nicht. Von daher nehme ich mal die Weichei-Portion. Ich meine, ist eigentlich ziemlich preiswert, oder? $2, ein Stück Pizza, ja, Coop Pommes im Endeffekt und noch ein Softdrink dazu. Muss ich sagen, kann sich sehen lassen. Ist gar nicht schlecht und schmeckt vor allem nicht so schlecht. Dementsprechend, ja, reicht das.
Give up the money. This a raid. Ryder, not this again. It ain't me, fool. No one else is that small. I feel sorry for your dad. Shit, you crazy. Let's get up out of here. Same old CJ. Buster. Straight Buster. Oh, shit. Run. Alter, vor allem habe ich da erst mein Geld ausgegeben. What the fuck? Da kommt einer her. Oh mein Gott. Ach so, ja, okay. Oh, steig da mal schneller ein. Meine Herren. Egal, auf jeden Fall. Auf jeden Fall lässt er mich erst mein Geld ausgeben. Und will es dann ausrauben. Also, keine Ahnung. Naja, egal. Hätte er wenigstens warten können, bis ich wieder raus bin aus dem Laden. So, dann fahren wir mal. Wo fahren wir eigentlich hin? Wieder nach Hause? Wollten wir nicht irgendwas noch irgendwie übersprühen? Gab es da nicht noch irgendwelche Graffitis, die unbedingt. Ach so, alles klar, genau. Er hat da diese Pizzabude immer angemalt. Und da diese Pizzabude aber das immer wieder übermalt hat, wollte er durch den Raubüberfall, der übrigens missglückt ist, wollte er dann sich rächen oder wie. Ja, schön rückwärts einparken, wie es gehört. Und mal wieder Respekt bekommen, aber immer noch kein Geld, was ein bisschen blöd ist. Und ja, ich weiß aber auf jeden Fall, wo hier ein gegnerisches Graffiti ist. Das habe ich doch vorhin gesehen. Ich glaube hier an der Mauer. Ah, siehste, siehste, sage ich schon, seht ihr? Jetzt, als wenn ich mit einer Person reden würde, dabei rede ich ja hier mit vielen. Seht ihr? Da habe ich jetzt gerade Fett verloren. Noch nicht so geil. Und ich habe übrigens gerade einen Schlagring gefunden. Ich weiß nicht, wer den hier verloren hat unter der Brücke. Ich denke mal, hier wird der ein oder andere Penner nachts wohnen. Unter dieser großen Brücke. Und da hat er wohl seinen Schlagring verloren. Ja, hier, ich würde es gerne übersprühen, aber ich habe keine Spraydose. Deswegen muss ich mir da erstmal einen organisieren. Das Ding ist aber, dass dieses Video jetzt von mir schon 27 Minuten geht. Und da man ja nicht immer speichern kann, macht es halt überhaupt keinen Sinn jetzt, diese Mission da drüben. Wie springe ich denn? Hä? Bin ich doof? Wie springe ich denn? Wie springe ich denn? Man kann auch springen bei dem Spiel. Naja, egal. Wenn ich es brauche, wird es nochmal einen Tipp geben. Also wie gesagt, es macht jetzt keinen Sinn, da reinzugehen und die nächste Mission anzufangen, weil dann ist die Zeit definitiv noch nicht vorbei, bis wir das nächste Mal speichern können. Also gehen wir einfach speichern. Wir konnten leider nicht so viel Gameplay bringen. Wir konnten nicht ganz so viel zocken. Einfach weil hier am Anfang ja viel Vorspann kam und viel Geweine um meine Mutter. Und großes Hallo, weil ich wieder da bin. Naja gut, wir haben einen neuen Haarschnitt, der ein bisschen komisch aussieht. Also der Bart halt, nicht der Haarschnitt, der Bart sieht doof aus. Hat er ja auch gesagt, der Kollege Raucher, dass es eher hässlich aussieht. Hat er recht, kann man nichts machen. Werden wir irgendwann wieder ändern. Auf jeden Fall gibt es dann beim nächsten Let's Play GTA San Andreas definitiv mehr Missionen und mehr Gameplay. Freut euch da schon mal drauf. Ich werde erstmal speichern. Ich denke, wir können hier ohne Probleme überspeichern, 8-Bit-Style. Und jetzt wünsche ich euch natürlich allen wieder eine gute Nacht, weil das Video höchstwahrscheinlich wieder in der Nacht online kommt. Und ja, Schluss aus Nikolaus, das war das Video. Ich wünsche euch viel Spaß, das Doppelte von dem, was ihr mir wünscht. Und bis zum nächsten Mal, euer Paxis. Ach ja, wenn es euch gefallen hat, natürlich, sehr gerne wieder. Bitte abonnieren, bitte liken. Wie auch immer, favorisieren, was ihr machen möchtet. In diesem Sinne, tschö, tschö, bis morgen.